Moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier Anno 1800 bei 40 Grad. Naja, gut, bei uns im Norden sind es nicht wirklich 40 Grad, bei einigen von euch in den letzten Tagen, glaube ich, echt heftig heiß. Ich nehme auf, das ist jetzt kurz nach 10 und draußen, ich habe gerade eben extra noch aufs Thermometer geguckt, wir haben selbst hier in Norddeutschland an der Küste noch 27,5 Grad für 10 Uhr abends, wo wir normalerweise dann auch schon ein richtig schönes, kühles Lüftchen haben und irgendwie rund auf 20 sind, hängen wir hier bei 27,5. Einige von euch werden sagen, oh, das wäre cool, wenn das so kühl bei uns wäre, aber naja, ich denke, heute Nacht wird es noch ein bisschen abkühlen und ja, dann einmal durchlüften und dann passt das auch schon irgendwie. Man soll sich ja nicht beschweren, wobei ich persönlich brauche keine 40 Grad. Das nur mal so am Rande. Ja, wie machen wir hier weiter? Natürlich das unser großes Thema immer noch Einfluss, 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 Einfluss. Wir hängen immer noch zurück damit. Aber bei jeder Aufnahmesession gewinnen wir ein ganz bisschen das daran. Und ich möchte natürlich auch weiter upgraden. Vor allem die Hauptinsel, damit wir endlich hier auch mal noch in diesem Bereich kommen. Es gibt ja noch mehr. Die Ingenieure sind ja nicht die letzte Bevölkerungsschicht, die es gibt. Wir können nämlich upgraden und dann kommen wir auch schon auf die Investoren. Zeitalter der Großunternehmen. Das ist natürlich auch gleichzeitig mehr Bedürfnisse, wieder neue Sachen, die wir noch brauchen, wobei wir die anderen noch nicht mehr perfekt haben. Aber die haben halt alles. Die haben Glühbirnen, die haben Strom. Die sind zufrieden mit uns. Und ihr seht, schon haben wir ein bisschen Einfluss gewonnen. Und gleich gewinnen wir nochmal Einfluss, indem wir eine höhere Bevölkerungsstufe erreichen. Müssen wir mal gucken. Wird das hier oben gar nicht mehr, die Investoren werden hier oben gar nicht mehr angezeigt. Da bin ich auch mal gespannt, was da gleich noch alles auf uns zukommt. Ja, upgrade-technisch, wir haben nicht mehr so viel Platz, ne, für noch Bauern oder was auch immer. Hier hätten wir nochmal einen Marktplatz hingesetzt. Was wir jetzt auch machen? Hochräder, Taschenuhren und Rum hätten die hier ganz gerne. Ansonsten ist ich die Palette ist lang. Die Investoren. Weltausstellung, Fundament. Unterhaltskosten viel. Baukosten 300.000. 200 Steine, 150 Scheiben haben wir nicht. Wieso haben wir so wenig Scheiben? Okay. Wegen dem Upgraden wahrscheinlich gerade. Sektproduktionskette. Da brauchen wir Quarzgrube. Die Scheiben haben wir genug von, haben wir ja gemerkt letztens. Wir brüchten Weinberge für Trauben und für Sekt. Dann können die hier die Korken knallen lassen oder was? Ach nee, das sind die falschen. Die sind auch unzufrieden. Wieso? Wird halt minus 5. Die haben zu wenig Luxusbedürfnisse. Hochräder, keine. Taschenuhren, keine. Und ein Bankhaus, keine. Alter, Bankhaus bringt richtig viel. Kriegen wir das? Können wir das schon bauen? Ne, können wir nicht. Da fehlen uns noch 300 von den Heinis. Komm, das hauen wir durch hier. Und danach werden wir wieder sehen, dass wir die Bedürfnisse der ganzen Leute decken. Irgendwie so machen wir das. Hoffentlich können wir so viel upgraden. Ingenieure. Ja, mehr Ingenieure. Das sind die Ingenieure. Ja, das muss man erstmal nochmal wieder erkennen hier. Ja, dann, wie gesagt, sorgen wir gleich dafür, dass sie alles kriegen. Na, bestimmt. Ich will nie hin, dass sie alles kriegen, aber ein bisschen was kriegen sie. So. Spielstand. Jetzt müssten noch gleich noch ein paar reinkommen und dann haben wir die 3000 fürs Bankhaus. Ein paar Bauern müssen wir upgraden. Dann müssen wir eigentlich noch ein paar Bauern irgendwo bauen. Echt eng bei uns. Aber eine Menge upgegradet hier. Sieht ja schon noch was aus, die City. Da ist das Bankhaus auch frei. Das kostet natürlich eine Menge Unterhalt, aber wird, glaube ich, auch die Leute hier immer richtig zufrieden stimmen. Ist aber auch ganz schön groß. Alter. Dann müssten wir dieses ganzen Bereich umsiedeln. Das würde dann gut reinpassen, ne? Wenn ich das richtig sehe, müssen wir diesen ganzen Bereich umsiedeln. Die alle. Ihr müsst weg. Das Leben ist in Ordnung. Ja, aber gleich vielleicht nicht mehr. Sie geben uns
Nützt nichts. Die blockieren uns hier einfach. Dann müssen wir da nochmal ein bisschen umbauen, damit wir die Straße gleich richtig kriegen. Was ist das hier vorne eigentlich? Ich weiß es nicht. Ach, das ist ein Krankenhaus. Gut zu wissen. Ich fühle mich taub. Vielleicht nehmen wir gleich richtige Straßen. Aber doch nicht. Na doch. Warte. Will ich auch immer noch Sandwege haben, ne? Nicht schön. Aber die Bank neben dem, das ist, ja, ich weiß nicht. Kommt auf an, wie viel Reichweite die Bank hat. Eigentlich hoffe ich natürlich für die ganze Stadt. Ich glaube auch, da kriegen wir einen richtigen Geldschub. Finanzzeitalter hier, Finanzindustrie, das muss ja. Vor allem, wenn die alle hier, ne? Das bringt richtig was gleich, sage ich euch bestimmt. Ja. Das, jedes Haus, was da gleich im Einflussbereich ist, von Banken. Ah, jetzt fehlen uns Scheiben. Dann können wir hier, was ist das noch? Es fällt immer schwer, dort anzuknüpfen. Ja, nochmal Scheiben. Aufgehört. Es juckte mir schon in den Fingern. Ich nehme mal die ganze Industrie hier einfach wieder auf, weil wir sehen mittlerweile, sind über 10k im Plus. Das läuft gut. Ja, Investoren, Sekt und so. Kommt später. Dann müssen wir halt von unten wieder anfangen, die wegen der Bedürfnisse decken. Ne? Das wird echt nochmal spannend. Die Hochräder. Wie geht sowas überhaupt nochmal? Wir hatten auch beim letzten Mal schon geguckt. Hier brauchen wir Kautschuk aus der neuen Welt. Okay, also wir sollten uns nicht mehr nur noch auf diese Baumwolle spezialisieren, die wir von drüben ran schaffen. Die Ponchos, Pantsmittel. Wir haben auch gar nichts an Baumwolle. Oh, das ist ja Hopfenhain hier. Hopfen ist viel, Malz ist viel, Bier wird mehr. Ja, genug Bier ist auch immer wichtig für die Bevölkerung. Könnten aber fast noch eine Produktionsstätte an Bier gebrauchen. Ein paar Bauernhäuser hier. Und jetzt warten wir einfach, bis wir die Scheiben zusammen haben. Na, das ist klar, das dauert ein ganz bisschen. Was ist denn hier für ein dickes Schiff? Sie sind in Ordnung. Oh, ich weiß, Daniel. Auf die alte Dame ist Verlass. Den Piraten haben wir jetzt gerade ein bisschen Pause hier mit Ärger. Ne? Wir haben ein ganzes Schiff repariert gehabt. Guck mal, hier stehen sogar noch zwei von uns. Noch ist nichts wieder aufgebaut, aber die Belagerung von Anne ist natürlich auch zu Ende. Wo ich auch nicht weiß, ob sich das jetzt wirklich aktuell rechnet. Da jetzt versuchen auf Krampf sie wieder zu vertreiben. Ich denke erstmal nicht. Lass uns doch mal hier im Bauernland gucken. Den geht bald der Schnaps aus. Das war fast zu vermuten, ne? Hier drüben haben wir aber noch schön Platz für mehr Schnaps. Steine kriegen wir ja gar nicht, ne? Ist auch blöd. Was sind das noch für Quellen? Zink und Eisen, okay. Spielstand gespeichert. Ich glaube, das wird nicht ganz reichen an Feldern, ne? Na doch, 72 brauchen die nur. Was wir hier freigelassen haben, passt das doch schon. Kartoffeln hatten wir keine auf Lager und auch keinen Schnaps. Na ja, gut. Kartoffeln 30, Schnaps 30. Hier machen wir natürlich richtig viel davon. Müssen wir gucken, ob wir nicht hier auch nochmal
eine Handelskammer irgendwann mal hinkriegen würden, wenn wir denn mal wieder Platz für Verbesserung hätten. Wenn und aber, ne? Und so weiter und so fort, kennt ihr. Aktuell geht's nicht. So, Kartoffelplantage upgraded. Das passt erstmal. Hier, wie sieht's aus mit Klamotten? Haben die noch anzuziehen, die Jungs? Ja, sehr schön. Könnten hier gut aber ein paar Steine oder so nochmal hinbringen, ne? Traubenfruchtbarkeit haben wir hier nicht. Salpetervorkommen haben wir hier. Naja, okay. 47 Scheiben, fehlt nicht mehr viel. Ei. Baumwolle. Ach, können wir den denn mal bearbeiten eigentlich? Wie viel Baumwolle bringt denn der? Kann ich die Handelsroute, Transfermenü? Welche Baumwolle, Nack? Und der Handelsroute Menüs anklicken. Ja. So einer ist das. Da passt noch was rauf. Und zwar... Ich weiß gar nicht, ob wir da Kautschuk haben. Aber wenn wir welches haben, dann... Ich glaube nicht, ne? Also, wir brauchen hier eine Kautschuk für Gummi. Ist ja nix. Geht los. So viel zu tun, wa? Naja, an einigen Stellen ist halt auch echt viel zu tun. Das Land will ja versorgt werden. Schieß nur rum, ne? Das ist natürlich auch sehr ungünstig. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Ja, mach mal ruhig. Die Menschen lassen sie hochleben. Das ist auch schön. Wir gehen mal in die neue Welt. Wir löschen erstmal alle Nachrichten. Das sind immer ganz toll Geschichten. Ja, schon. So, was ist hier los? Hier haben wir ein Schiff vor. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ja, das meldet sich zum Dienst. Dann fahren wir mal in eigene Gewässer. Da scheint aber gerade Frieden zu herrschen, weil wir ballern nicht. Bist du hier, um zu helfen? Nee. Kanonen, Bananen. Kein Kautschuk, nur Baumwollfruchtbarkeit. Weiß gar nicht, das ist, in, ey, ist so viel eigentlich, was wir. Ach Gott, oh Gott. Raus ist mir schon wieder, das alles zu optimieren. Hier haben wir Kautschuk. Dann lass uns doch mal die Insel, die läuft ja doch auch besser. Wir haben doch jetzt auch eine neue Handelsroute, die wirklich hier mal ein bisschen Leben reinbringen. Ich weiß, dass wir noch mehr tun können. Ja, wir können noch einiges mehr tun wahrscheinlich. Rum zum Beispiel ranbringen. Ja, das ist eigentlich das Wichtige. Haben wir doch aber eigentlich, ne? Eigentlich haben wir ein Schiff dafür abgestellt, was Rum und Zigarren hin und her transportiert. Mehr als bereit. Ja, hier ist das eigentlich. Aber wahrscheinlich ist auch hier drüben viel zu wenig Rum am Start, oder was? Da müssen die Lager voll sein. Das muss hier muss laufen. Mit den Fässern. Sind die leer? Oh ja, ungünstig. Zuckerrohr haben wir genug am Start. Was braucht man noch für Rum? Einfach Holz, oder? Auch hier. Problem ist... Irgendwas ist das Problem. Wenn die nicht erst etwas bringen. Ponchoweberei, was? Müssen wir auch gleich mal gucken. Sie trauen mir nicht. Nein. Nun, es ist genau umgekehrt. Trauen hier niemanden über den Weg. Hm. Lagerhaus, vielleicht noch eins. So, auf jeden Fall zu tun. Hola. Fehlende Ware, Poncho. Brauchen noch mehr von diesem Poncho-Kram. Wo sind die denn alle? Hier die Spielstand Alpakas. Gespeichert. Haben die irgendwo anders angesiedelt und bin jetzt verwirrt oder? Eigentlich hier. Wollten wir die hier weg haben? Weiß es nicht. Brauchen wir mal zwei davon. Oder haben wir die auch hier umgesiedelt, weil wir hier diesen super tollen Marktplatz haben? Der hier, ne? Zuckerrohrplantagen, Tabakplantagen und Maisplantagen. Beeinflusst Ponchoweberei und Hutmacherei. Ach, machen wir hier die Hüte eigentlich? Das sind die Hüte. Ja, deswegen brauchen wir jetzt auch, glaube ich, so viel Baumwollstoff. Okay.
Okay. Das Baumwolle. Ihr seht, ne, das, also dieser Komplexität der Warenketten, die finde ich ist echt grandios. Könnte man aber vielleicht noch ein bisschen geschickter grafisch darstellen, dass man schneller sieht, wo Handlungsbedarf ist, meiner Meinung nach. So, also auf jeden Fall hoffe ich, dass wir in Zukunft mehr Rum hier produzieren. In die Takelage. Ach so, hier habt ihr ein bisschen. Ach so, einen, den brauchen wir auch nicht. Jo, und dann sollte er eigentlich jemand sein, der dann von hier aus. Hier können wir auch den hier nehmen, ne? Achtung, Admiral anwesend. Also dann haben wir so gute Schiffe. Ich glaube, liebe Leute, das verschieben wir auf die nächste Folge und die läuft morgen, ne? Ich würde sagen, ja, so machen wir das. Da werden wir hier auf jeden Fall im großen Stil sehen, dass wir Kautschuk irgendwie hinkriegen für die alte Welt, um endlich da auch mal Fahrräder zu produzieren, damit unsere, ja, die Leute da drüben endlich mal ein bisschen zufriedener sind und überhin, oder? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.